Ich bin etwas unschlüssig. Ich bin etwas stark unschlüssig. Ich glaube, ich mache jetzt noch eins und baue nochmal wieder Tank und hoffe, dass ich einfach glücklich werde. Da. Momentan bin ich nicht glücklich mit dem, was passiert ist. So. Was kommt danach? Ich verspüre aus unerfindlichen Gründen ein starkes Verlangen nach Valorant. Ich weiß auch nicht. CS können wir natürlich auch spielen, weil das würde ich mir lieber einen dedicated Tag vernehmen an den nächsten Abend. Tanky Schwert und sonst gibt's 5 Giftsubs auf meinen Nacken. Es ist ja eine Win-Win-Situation. Oh, shit. Okay, also. Wir gehen Blade, wir gehen Sunfire, wir gehen Titanic, so wie sich das gehört, wie wir das eigentlich immer gemacht haben in letzter Zeit. Ich hab Durst, jetzt muss ich mir Wasser holen, aber ich hab keinen Bock, schon wieder aufzustehen. Guten Tag, mein Name ist Mango, heute beschwere ich mich. Anderer Skin, vielleicht ist es auch einfach mal ein anderer Skin, Leute. Ich spüre leider den Autotech-Sound von Debonair hier so gar nicht. Wir spielen wieder Psyops. Viego Ciria nehmen wir einfach. Ich scheiße es wieder aufs Matchup. Ich gehe jetzt einfach Tanky. Tanky. Nee, keine anderen Mythics. Wir bleiben bei Sunfire. Yumi, Liebe Zuschauer! Live im Stream, liebe Zuschauer in einer Woche auf dem fließenden Mango-Kanal, liebe Menschen da draußen, falten Sie mit mir gemeinsam die Hände, entweder metaphorisch, gedanklich oder auch in echt, und beten Sie mit mir an die Tanky-Götter. Denn Tanky hat uns bereits zu vielen Erfolgen verholfen, aber Tanky wird heute auch gebraucht. Wir müssen heute für unseren Tanky beten und den Tanky herbeibeschwören, so wie wir ihn mögen. Mit viel Damage, viel Leben und wenig Counterplay. Mit ihrer vereinten Energie wird es was. Uff, schreib morgen französisch Schulaufgabe und hab so mehr oder weniger gar nichts gelernt. Hä, sprich halt einfach französisch. Hä? Ja. Stimmt, mein Fehler. Liebe euch. Endlich ein Penta geschafft. Let's go, Chrisonair. Let's go, GZ. Penta an, das gutes Gefühl. Ist bei mir nur etwas inflationär behaftet bei Master Yi. Außerdem, wenn ich mich als Master Yi spiele über einen Pentakill freue, dann werde ich direkt verurteilt von allen Augen. Weil ich habe ja einen Pentakill mit Master Yi gemacht. Und das ist ja nicht legitim, das ist ja quasi, das qualifiziert sich ja eigentlich gar nicht als Pentakill. Weil ein Pentakill mit Master Yi ist ja quasi ein Double Kill mit einem anderen Champ. Deswegen sieht man ja auch doppelt dauernd Pentakills und Master Yi ist der strongste Champ im Spiel. So, ja, das ist ja auch einfach so. Die Discord-Kittens brauchen sie und waren nicht Naughty Naughty Teaser You. Was zum Fick war das, du? Aber nehme ich. Ganz ehrlich, alles, was die Tanky-Götter eher zu uns herabsteigen lässt, nehme ich. Und wenn das die Discord-Kitten-Metapher benötigt, dann ist das okay für mich. Oh my! Leute, seht ihr diesen Freekill? Flimmau, er weiß nicht, dass er da drin ist. Dass wir wissen, dass er da drin ist. Oh no. Oh, das war so gut von mir. Oh mein Gott. Das war actually eine sehr gute Priorisierung. Ich bin stolz auf mich. Ich wusste nicht, dass ich mich auf niemanden hier verlassen kann. Du hast auf Copypasta gesetzt, ja? So, dass jemand nur die ersten drei Sätze, die ersten drei Wörter liest und direkt anfängt zu copy-pasten. Clever. Ich will das alte Rage-Bild wieder haben. Oh, frag mal nach, Alter. Please, please, Discord-Kitten-Gods, give the kitty. This kitty was very big naughty. No good kitty. Das ist alles schon wieder so traurig. Das ist so traurig, dass wir da keinen Kill rauskriegen. Wieso ist diese Yumi nicht mal annähernd oben, nachdem die so viel geheilt hat? Das ist so lächerlich. Ach, das tiltet man. Das ist nicht gut. Soll ich es nochmal probieren? Soll ich das Game jetzt runter? Soll ich das Game jetzt throwen? Ich schwimme mich gerade hart auf dem Throw. Let's go. Let's throw this shit. Sehr schön, nevermind. Ashley Game Rescued. Okay. Das waren zwei sehr wichtige Kills unter dem. Sehr leichtsinnig von denen da so zu overextenden, not gonna lie. Wieso geht dieser zweite Autotech nicht auf den rechten Crack? Ich verstehe es nicht. Wieso war die ein Shutdown? Weil die 2-1 steht, I guess. Und Pre-Gold hat. 2-1 reicht schon für einen Shutdown, ne? Die pusht weiter? Boah, hätte ich das mal früher gewusst. Kriege ich da vielleicht so einen kleinen Backstep? Oh my. Ich kann euch nicht helfen da unten, Leute. Es tut mir leid. Oh, ich muss euch helfen. Oh my. Oh, und dann kommen sie über die Wand da weg. Ja, weitermachen. Die ist fast oben. Hä? Oh mein Gott. Die sollte sterben, sehr schön. Lovely. Schade, dass Rakan den Kill gekriegt hat, aber 2 Kills vor uns. Nehmen wir. Ach, schade, wenn das schon das Blade wäre, ey. Ich würde so durchrasieren. Oh, das hat sie nicht getötet? Ja, die hole ich mir noch. Das kannst du ja so knicken. Natürlich rennt sie oben rum, Lukas. Wo ist meine Ulti hin? Meine Ulti ist abgelaufen?
One Kirk. Ach, das ist alles so traurig. Ganz ehrlich. Ich habe so darauf gesetzt, dass meine Q halt rüberspringt und sie tötet. Aber es war nicht genug. Ja, die hat sich geschildet. Ich dachte aber auch, dass das mit Schild reicht. Hab ich mies verkalkuliert, ehrlich gesagt. Das ist komplett mein Fehler. Jedes LoL-Gebiet wird mit in Ewigkeit rein beendet. Da sehe ich mich ehrlich gesagt. Weigotop. Okay, Weigotop. Engage-Bot. Weigotop, Engage-Bot. Weigo, Verditop. Erst Botlane töten, dann Weigo. Dann Drake meine ich nicht, dann Weigo. Yumi ist so widerlich. Wirklich. Dass sie sich dagegen hin können, gegen den Rakan Jinx All-In. Der Tower ist gone, da machen wir nichts. Oh Gott, die kommen auch bis zu dem Tower? Das ist nicht so cool. Boah, die kriegen zwei Tür. Oh my, okay. This might have been a miscalculation on our part. Kommt sie runter zum Push? Wenn ja, läuft sie durch mich durch. Wenn nein, ist sie nicht in der Nähe. So oder so ein Win. Flash, das wird schwierig. Ich würde gerne, aber es ist schwierig für mich. Die machen weiter? Die machen eiskalt unterm Tower weiter? Ich hasse Yumi. Ich meine, es hätte auch so nicht gereicht, aber ich hasse Yumi. Wir haben keinen einzigen Tower. Und ich hänge mich dauernd an irgendwelchen Skirmishes auf. Ich muss mehr Map-Presence haben. Toplane war ich noch kein Mal. Unser Gangplank steht 0-2. Das ist alles nicht so gut. Das ist echt schlecht. Also wir stehen zwar 5-2 und wir sind gut im Game, aber jetzt komme ich halt in mein dummes Powerloch, ne? Und wenn jetzt mein Powerloch zieht, das ist nicht gut. Ich sehe da eine Powerloch-Überbrückungs- Variable Nummer 1. Er bricht ab. Lümmau. Ist immer das gleiche mit euch irgendwas spielen. Oh, Ahri kommt. GP ist hier. Gefällt mir. Immer Zero Vision, ehrlich gesagt. Ich wusste es. Ich hätte dieses scheiß Portal nehmen sollen. Ich bin so bad. Ich konnte mich nicht entscheiden. Prende l'Anti-Heal. Anti-Heal ist tatsächlich huge gegen die. Da hat Jinx vollkommen recht. Das werde ich genau jetzt in die Tat umsetzen. Nee, tut mir leid. Aber das sind alles meine. Alles für mein Powerloch. Warum du meine Vögel nimmst, verstehe ich aber nicht ganz, muss ich sagen. Nein. Schade, den hätten sie töten können. Aber ich bin schon immerhin gut der Diana Ult gedodged. Die hat sich echt viel Zeit gelassen damit. Wie lange reicht meine Shelly noch? Lang genug, um sie besser zu platzieren als in der Base. Hast du gerade drei Items gleichzeitig? Ach, der Anti-Heal ist einfach so im Inventar. Ich baue zwei Items gleichzeitig, ja. Oh, spüre ich nicht zu zweit, Rakan. Die wissen, dass wir hier sind. Die haben das im Gespür einfach. Ja, ich glaube, Mitte ist echt besser. Für uns sind die Fights besser auf der Lane. Erst recht, wenn wir Vision haben. Wir haben halt kaum Vision im Jungle, das ist nicht gut. No, don't go back now. Don't go back. Oh, why? Ja, herzlichen Glückwunsch zur Verteidigung der Botlane, bei der niemand ist. Oh, Triple Barrel Combo, I like it. Oh my. Nee. Das war der falsche Fokus. Ich hätte nicht noch zwei Autotext danach auf Dingens ballern dürfen. Ach, Rakan ist da, Mensch. Nicht noch zwei Autotext auf Yumi ballern dürfen, das war's nicht. Okay, big, if true. Nee, Lukas jetzt nicht diven. Enttäuschende Ult-Nutzung, aber gut fürs Team. Oh mein Gott, was zur Hölle. Wieso throwt ihr? What the fuck? Da lese ich einmal Subs vor und schon throwt das Gegnerteam einfach aus allen Rohren. Okay. Ja, beschwer ich mich nicht, ne? Ganz, ganz komisches Game auch. Ganz, ganz komisches Game. Ich fühle mich heute irgendwie nicht so richtig League-adäquat. Aber das hat 16... What? Ich habe nicht viel Damage gemacht. Aber ich habe das Gefühl, ich hatte Impact. Ich war gefährlich. Ist halt wieder Tankbild. Aber Titanic hatten wir nicht mal fertig. Spannend. Ja, die haben halt komplett geintet den letzten Fight. So, was sollen sie tun? Ich weiß nicht warum, aber sie haben es einfach getan. Ja, wunderschön. Wunderfucking schön. Da beschwere ich mich doch nicht. Nehmen wir noch einen Win mit. 16 RR. Großartig. Nicht RR. Limau, ich sag schon RR.